Ja, wieder mal Hallo von Zen für Yoga. Ein paar Gedanken für das Leben, für das Leben anderer Menschen. Oft haben wir Egoismus in dieser Gesellschaft. Und besonders zu leiden haben die jüngeren Menschen, die gerade so die ersten Fußstapfen in Arbeit, in Leben setzen. Diese leiden unter der derzeitigen, ja, Gesellschaftslage, den ganzen Kriegen, den Inflationen, den Sorgen, den Problemen, den Unstimmigkeiten. Und je jünger sie sind, Kinder, die versuchen sich immer anzupassen, weil sie Liebe brauchen. Doch in jungen Jahren wird man schon so konditioniert, dass man in dieser Gesellschaft überhaupt mitspielen kann. Gehört man nicht dazu, weiß man, wenn man diese Hose in der Schule nicht anhat, gehört man nicht dazu. Und das ist schon der Anfang. Nun, wo haben die das her? Nicht aus dem Universum, nicht aus dem Mutterleib, sondern aus der Gesellschaft. Und die erste Gesellschaft sind die Eltern, die es vorleben. Und so neigen manche Eltern dazu, die Sorgen, Probleme auf die Kinder zu übertragen. Du musst was Gescheites lernen, wurde mir gesagt. Heißt so viel wie Arbeit was, studier nicht so viel, schaff was, leiste was, höher, schneller, weiter. Du brauchst eine gute Schule, du brauchst ein gutes Dies, du brauchst jene Noten, du brauchst einen Job, du brauchst, du brauchst, du brauchst. Und das Kind, der junge Mensch, wird verbraucht. Und man sieht, viele Menschen, junge Menschen, sind überfordert von diesen ganzen Erwartungen, von dem Druck. Wir grenzen natürlich mal hier aus, die Faulenzer, die nichts arbeiten wollen, gibt es auch, aber die gibt es bei den Erwachsenen auch zu Genüge. Kinder lernen freiwillig das, was sie brauchen. Und wenn man schon in der Schule so einen Stein aufsetzt, du brauchst diese Integralrechnung, du musst die Parabel ausrechnen können, weil, können die Lehrer selber nicht erklären, für was braucht man das im Leben? Wenn ich einkaufen gehe, brauche ich keine Parabel rechnen. Wenn ich Billard spielen gehe, muss ich keine Wurzel ziehen können. Muss ich nicht ausrechnen können, wie groß der Tisch ist, sondern der ist halt so groß. Und so werden viele unnütze Dinge den jungen Menschen aufgeladen. Und dann wundert es mich nicht, wenn die manchmal oder oft keinen Bock mehr haben zu diesem ganzen Scheiß. Mit Scheiß meine ich wirklich Scheiß, weil es ist scheiße, wie man die jungen Menschen schon konditionieren will, einbinden will, schulen will, nur dass sie höher, schneller, weiter. Ihr müsst Deutsch lernen, ihr müsst Mathe lernen. Weil das braucht ihr, weil wir haben bei der PISA-Studie kläglich versagt und das End vom Lied, Sport, Musik und diese Fächer werden reduziert. Und wie will ein Kind lernen, wenn es nicht kreativ denken kann, wenn es keine Freude hat? Gut, manche haben auch keine Freude an Musik. Nun, und das ist das Problem. Die Schule, die Gesellschaft und besonders die Eltern laden bewusst oder unterbewusst die Wackersteine, die Mühlsteine, die an ihnen dranhängen, auf ihnen drauf sitzen, auf die Kinder. Ich konnte nichts leisten, ich konnte nichts lernen, deswegen musst du als Kind, als mein Kind, ich unterstütze dich, du darfst jetzt, heißt du musst vielleicht, das und das studieren. Obwohl das Kind vielleicht gar keinen Bock hat, möchte vielleicht Gärtner werden. Und so werden schon oft diese Dinge übertragen. Und die anderen Eltern vielleicht, die geben überhaupt kein Interesse, weil sie keine Zeit haben. Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, mich wundert es nicht, dass viele junge Menschen da so randalieren, rebellieren, keinen Bock mehr haben für diese ganze Chose. Weil was will man denn? Höher, schneller, weiter. Dann ist man in diesem Hamsterrad drin. Und was soll das? Für was
Das ist doch kein Leben. Ne? Kinder flüchten dann, junge Menschen zocken. Gut, das ist schon normal, könnte man sagen. Aber was ist normal? Es wird vielfach übertrieben. Gibt es ja auch Studien in manchen Ländern, die zocken 24 Stunden ohne Pause. Das ist erschreckend. Und die jungen Menschen flüchten einfach vor dem Leben, weil es oft so scheiße ist. Man mag da nicht mitspielen. Und zum Glück, manche Erwachsene wollen auch da nicht mitspielen, aber die meisten spielen immer noch mit und binden dann die jungen Menschen, erwarten von jungen Menschen, dass sie das auch tun. Aber man überlegt sich gar nicht, was richtet man da an? Und so brauchen Kinder Freiheit. Junge Menschen brauchen Freiheit. Natürlich nicht die Freiheit, oh, ich arbeite nichts mehr, ich mache nichts mehr, ich lerne nichts mehr. Das ist dann auch nicht die richtige Freiheit, was auch immer richtige Freiheit wieder ist. Sondern sie müssen probieren können. Versuche machen können. Interesse muss geweckt werden. Das ist wichtig. Und nicht, du musst jetzt das lernen und ja. Denke ich mir manchmal auch, wenn Hausaufgaben gemacht wird, ja, was wissen das? Ja. Manche Dinge braucht man, man sollte schon, wenn man Äpfel kauft, vier Äpfel zählen können, dass man vier Äpfel auch mitbringt. Man sollte auch rechnen können, dass man genügend Geld wieder rauskriegt. Aber vieles andere ist nicht nützlich. Doch es wird erwartet. Und so werden die Freiheiten der jungen Menschen immer mehr eingeengt. Und das, was man sieht, was viele Menschen sehen und spüren, aber die Augen verschließen, ist eben, dass es nur um Leistung geht. Es geht nicht mehr um Menschlichkeit. Wir müssen arbeiten, Steuern zahlen, alles gut, kein Thema. Aber es ist einfach zu viel. Und so müssen junge Menschen eben, wie gesagt, Freiheit bekommen, auch Mitspracherecht. Du, Papa, Mama, ich habe keinen Bock dazu, kann man das nicht anders machen? Oder was gibt es für Möglichkeiten? Da wird gar nicht oft drüber geplaudert. Ja, du musst in die Schule, Schulpflicht. Dann musst du noch geimpft werden, du musst noch das haben und so weiter und so fort. Und wir merken doch mittlerweile, also man kann die Augen nicht mehr verschließen, dass die Gesellschaft nicht funktioniert. Und besonders das Zwischenmenschliche nicht. Das Gesundheitliche, es funktioniert einfach nicht. Und wie soll die junge Generation da reinwachsen? Muss die da reinwachsen? Soll die? Will man das, dass die da reinwachsen? Und somit mehr Freiheit geben, probieren lassen, auch wenn Dinge scheiße laufen. Das ist einfach im Leben immer so, bei Erwachsenen ist es genauso. Doch es ist oft die Angst der Eltern, vielleicht, ah, wenn das Kind nichts lernt, wenn es keinen Job kriegt, wenn es das nicht, ja, das wissen wir alles nicht. Die Erwachsenen wissen mittlerweile auch nicht, behalten sie ihren Job überhaupt, ist das sicher? Und Freiheit wird richtig eingeengt. Und wie soll sich ein junger Baum entwickeln können, wenn er schon festgezurrt wird in gewisse Richtungen? Und wie gesagt, bewusst oder unterbewusst. Von den Eltern konditioniert, von der Gesellschaft konditioniert. Und dann hat man einfach keinen Bock mehr, wie man so sagt. Da will man lieber chillen. Warum muss man chillen? Chillen ist auch nur eine Erfindung, durch diesen Überdruck ein Ventil zu finden, dass man zur Ruhe kommt. Und leider chillt man dann oft im Handy und sonst wo und das ist nicht gut. Und wir sehen, hier ist ganz viel Bedarf, etwas zu verändern. Mehr Möglichkeiten geben. Nicht immer so überlegte Möglichkeiten, ah, ich mache Jobangebote und Praktikum und dies und das. Ja, das sind nur so kleine Tropfen auf den heißen Stein. Man versucht irgendwie intellektuell was zu regeln, aber man gibt trotzdem keine Freiheiten. Es ist die Freiheit des Herzens, der Liebe und der persönlichen Entwicklung.
Nun, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank. Ciao.